Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Ich komme hier gerade frisch aus der Sauna, lag die letzten Stunden, war ich bei mir und nur bei mir in Stille und konnte gut spüren und fühlen und den Soul Talk, den ihr heute hier kriegt, den wir auch wieder als Podcast zur Verfügung stellen werden, reifen lassen. Und werdet hier die genau richtigen Worte finden, um das auszudrücken, was jetzt hier ausgedrückt werden mag. Einen ganz klaren Impuls, eine Intention und bin selber ganz gespannt, wie die Worte jetzt fließen werden, um der Ausdruck zu verleihen und um diese Intention zu begleiten, dass er nicht so nackig ist, wie ich gerade in der Sauna wahrscheinlich. Ihr Lieben, mein Name ist Chris Kartoll. Ich bin Papa von 6 Kindern, zusammen mit meiner geliebten Kathi seit 26 Jahren. Wir sind Wohlstands- und Wachstumsbegleiter für Familien in Freiheit. Wir sind Online-Business-Mentoren der ersten Stunde des Internets, die ersten Deutschen, die es gab, die das gemacht haben. Wir sind Gründer und Leiter der Soulflow Akademie. Wir sind Investoren, wir sind Bestselling-Buchautoren und wir reisen seit 20 Jahren mit unserer Familie, in unseren 6 Kindern und immer ein paar Tiere im Gepäck um die Welt. Und es ging gerade unser wundervoller Familie-in-Freiheit-Kongress zu Ende. Wir haben viele tausende neue Leute angesprochen und habe im Nachgang dazu diverse Workshops veranstaltet. Ja, es ging um Money Healing, es ging um Online-Business, es ging um die Freiheit. Das waren die drei Hauptthemen, die ich veranstaltet hatte. Und ich habe gestern eine Geschichte oder Geschichten erzählt von Kunden von uns, Wunder. Und ich habe da so viel Response drauf erhalten von euch. Ja, kommen also vor allem mit der Nachrichten. Und das will ich heute hier etwas beleuchten und darauf aufbauend eben, wie gesagt, den Impuls hier weitergeben. Die Geschichten, die ich erzählt habe, oder eigentlich, es waren verschiedene Geschichten, aber nur noch mal, um es kurz zu umreißen. Hat sich jetzt eine Dame angemeldet zu unserem Money Healing Masterclass, die jetzt startet am 1. Oktober. Das ist ein bisschen hochpreisigeres Programm, ein Kurs von uns. Und die wollte schon länger mit uns arbeiten und hat sich das nie erlaubt. Ging nie, Zeit war nie bereit, Geld war nie da. Und dann war sie bei uns an diesem Workshop dabei, den ich veranstaltet habe vor ein paar Tagen und saß danach wohl im Auto. Genauso hat sie es mir auf Zoom erzählt, als sie sich dann berichtet hat, so, jetzt ist bereit, jetzt bin ich hier, jetzt wo kann ich hinüberweisen, wann können wir starten? Und sie saß dann wohl im Auto nach dem Workshop und hat laut im Auto zu sich selber gesagt, es reicht jetzt, ich bin bereit, ich Chris und Kathi sind die Coaches, mit denen ich arbeiten will. Ich arbeite jetzt mit denen. Ich mache das möglich. Es reicht mir jetzt. Es ist entschieden. Egal was es kostet, egal was es braucht, ich arbeite jetzt mit den beiden. Und so saß sie im Auto und dann hat eine Minute später, genauso hat es mir erzählt, das Telefon geläutet und ihr Bankberater war dran. Ich sag, guten Tag, Frau so und so. Es ist gerade eine größere Summe Geld freigesetzt worden für Sie. Ja, wo können wir es hinüberweisen? Ja? Und solche Geschichten habe ich zuhauf erzählt gestern vom Matze, der irgendwie auch lang mit uns arbeiten wollte, sich nicht getraut hat, nicht konnte, das Geld wollte nicht investieren in sich. Dann hat er irgendwann gesagt, doch, ich mache das jetzt einfach. Und in dem Augenblick, als er das Geld zur Akademie geschickt hat, zu uns geschickt hat, sind auf einmal 3 Kunden gekommen und er hatte irgendwie 10.000 Euro verdient, bevor wir überhaupt angefangen haben zu arbeiten im Business Coaching. Ja, es sind Ehen geschlossen worden von Menschen, die lange schon zusammen waren. Und dann sind sie zu uns ins Feld gekommen und endlich ist der Misstrauen, der immer noch da war, überwunden gewesen. Ehen wurden geschlossen. Wir haben so viele Häuser verkauft. Wenn du gerne auf Reisen gehen willst mit deinen Kindern und es daran hängt, dass ihr euer Haus nicht loskriegt, dann müsst ihr nur zu uns in den Kurs kommen. Bei uns im Feld verkaufen sich die Häuser links und rechts. Ich habe schon überlegt, ob wir mal mit einem Makler oder so zusammenarbeiten sollen, weil wir verkaufen die Buden. Irgendwie da, wo wir sind oder das Feld, aus dem wir operieren, da ist die Energie so in Bewegung. Das haben wir mit Kunden schon öfters erlebt. Ja,
gerade jetzt unsere letzten, die in der Soulflow Business Mastery waren, die sind ihr Haus nicht losgeworden, sind zu uns ins Feld und den Job auch nicht. Dann hat er irgendwie zu uns in den Kurs gekommen und dann hat er auf einmal eine Abfindung bekommen den nächsten Tag. Der Chef sagt, alles klar, große Abfindung und Haus wurde verkauft 2 Tage später. Das haben wir immer wieder erlebt mit diesen Häuserverkaufen. Ja? Das haben wir selber auch schon erlebt, dass wenn wir irgendwo uns ein Haus angucken, war schon öfters mal so, in Häusern, wo es hieß, es ist unverkaufbar. Seit 10 Jahren ist dieses Haus auf dem Markt. Ja, aber keiner will es kaufen. Wir gucken es uns an, dann rufe ich 3 Tage später an und sage, ja, sorry, da ist jetzt einer ganz kurzfristig und hat ja, dieses Millionenobjekt jetzt gekauft. Also solche Geschichten habe ich erzählt. Und das erleben wir, Heilungen auch. Leute, die anscheinend austherapiert sind, ja, unheilbar krank, die kommen zu uns und auf einmal heilen sie. Beziehungen heilen sich, ja, Ehen werden geschlossen. Wir haben viele Ehen sind in unserem Feld, haben sich gefunden. Auf einmal finden sich Freunde, Lebensfreundschaften bei uns, Seelenverwandtschaften und Bekanntschaften. Und. Das war, was ich gestern erzählt habe. Und dann war als Reaktion darauf, und da geht eigentlich mein Heute, das ist quasi eine Erweiterung von dem, was gestern war. Dann habe ich wirklich viele Kommentare bzw. Nachrichten gekriegt von Leuten. Ja, also es sind auch wieder jetzt neue Leute gesprungen. Die Kurse werden voll. Wenn ihr auch mitmachen wollt, dann dürft ihr euch melden. Wir starten jetzt schon am 1. Oktober, ja, mit der Money Healing Masterclass, wo es um Abundance und Leichtigkeit rund um Geld geht und die Millionenenergie. Wenn du das fühlst, dann spring bitte auch. Und unsere Soulflow Business Mastery, Online Business der neuen Zeit. Auch das startet am 1. Oktober. Darfst du dich melden, weil die Kurse füllen sich. Ja. Was ich jetzt aber sagen wollte, dass viele Leute geschrieben haben und halt einige, nicht wenige, einfach dann sowas geschrieben haben wie so, ja, ich glaube, für mich ist das dann jetzt auch mal dran. Ich glaube, ich sag mal ja. So haben das geschrieben. Oder sie haben geschrieben sowas wie, wie war nochmal der genaue Satz? Ja, eigentlich bin ich jetzt auch bereit. Ja. Und dann immer so, ja, jetzt habe ich es ja gesagt, wo ist jetzt das Geld? In deiner Geschichte bei der Frau war das doch auch so. Die hat auch nur gesagt, ich will das jetzt machen. Und dann, also bei mir hat noch keiner angerufen und mir jetzt auf einmal 100.000 Euro geschenkt. Das funktioniert ja gar nicht. Oder irgendwie so. Ja. Und also und sowas habe ich immer wieder gehört. Dass jetzt mir Leute sagen, ja, ich eigentlich würde ich schon gerne arbeiten. Ach, aber mein Mann findet es, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das jetzt mache. Ja. Eigentlich würde ich ja schon jetzt gerne mit euch arbeiten wollen, aber das Timing ist gerade blöd. Ja, weil wir wollen jetzt gerade hier das Haus ummodellieren. Also, aber eigentlich würde ich ja schon gerne machen wollen. Ja, oder früher im Gesundheitscoach, wir haben ja vor 10 Jahren war ich ja Gesundheitscoach. Da sind wirklich ohne Witz, manchmal habe ich Leute gesehen, die dann mit der Chipspackung essen. So, ja, eigentlich würde ich ja schon abnehmen, gell? Der Säufer mit der Flasche, kluck, 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 kluck. Ja, eigentlich würde ich schon gerne mit dem Saufen aufhören, gell? Eigentlich würde ich ja schon gern Zeit haben. Wenn ich einfach mal Zeit hätte, dann würde ich mir auch Zeit nehmen. Ja, wenn ich mal 1 Million hätte, dann würde ich auch mal was Gutes tun damit. Dann würde ich mir auch mal was gönnen. Ja, wenn ich mal den Job nicht mehr hätte, dann würde ich auch den Job nicht mehr machen. Ja, solche Geschichten kriege ich gerade immer und immer und immer und immer wieder zu hören. Und es ist so hilarious. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier das gerne mal aufräumen mag. Ja, also und schon gar nicht, wenn ihr mir Nachrichten schreibt und dann sowas sagt, wie so, eigentlich hätte ich da jetzt auch Bock drauf, in die Millionenenergie zu gehen. Ja, und dann sage ich ja, guck mal hier, kannst du den Kurs rein, ja, kannst hier Geld überweisen. Ja, also Geld zahle ich jetzt nicht dafür. Ich dachte, ich kriege jetzt Geld geschenkt dafür, weil ich habe doch gesagt, ich will das gerne machen. Ja, Leute, so geht es nicht. Es geht immer. Die Leute, die bei uns in dem Feld diese Ergebnisse erzielen, die haben Entscheidungen getroffen. Die sagen nicht, eigentlich wäre ich jetzt mal bereit. Ja, ich würde mir das auch gern wünschen. Das ist nicht die Sprache, das ist nicht die Energie, das ist nicht die Frequenz, in der die Wunder passieren. Die Frequenz, die du in Deutlichkeit, in die du dich versetzt, aus der dann als Folge daraus die Wunder passieren, ist, ich bin bereit. Whatever it takes, es gibt für mich nichts anderes mehr. Ich entscheide mich für die Liebe, ich entscheide mich für den Reichtum und ich entscheide mich dafür, mit Chris und Kathi zu arbeiten. Egal wie und was, ich werde das Geld irgendwie auftreiben. Spielt überhaupt keine Rolle, weil das ist meine Entscheidung. Da liegen Welten dazwischen.
so eine Deutlichkeit zu haben, wo du, egal was kostet, egal was es braucht, egal wo der Text, ich entscheide mich für Gesundheit, ich höre jetzt auf, den Scheiß in mich reinzutun. Ich entscheide mich für Reichtum. Ich werde jetzt das Geld auftreiben, damit ich von jemandem lernen kann, wie das geht. Ja, ich entscheide mich dafür, einen besseren Job zu machen. Dafür schmeiße ich jetzt den anderen Job hin. Das hat diese Entscheidung haben nämlich dann immer mit, das sind Folgen. Das hat Folgen. Du kannst dich nicht einfach nur hinsetzen und sagen, naja, jetzt wäre ich mal schon Bock, hätte ich mal schon Bock auf eine Million, so. Während du die ganze Zeit keine 10 Euro in dich selber investieren magst. Das, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht die ganze Zeit weiter die Armut füttern und Armut arm tun und dich arm verhalten und die Armsprache sprechen und gleichzeitig sagen, naja, und eigentlich wäre Reichtum auch ganz nett. Das ist wie der Alkoholiker, der mit der Flasche in der Hand da sitzt und sagt, er wäre ganz nett, mal mit dem Saufen aufzuhören. Leute, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, dich bewusst in eine andere Energie zu begeben, in eine Klarheit zu begeben, die dann Folgen hat. Ja? Die Folgen hat. Wenn du sagst, ich bin fertig mit dem Saufen, dann tust du die Flasche weg. Und zwar ohne irgendwie rumzueiern. Wenn du ready bist, mit uns zu arbeiten, dann spielt es keine Rolle, ob du dein Haus ummodellierst oder irgendwie in deiner Verwandtschaft es jetzt nicht alle so toll finden, dass du mit uns arbeitest, ob das Geld da ist oder nicht, ob die Zeit da ist oder nicht. Das ist eine Entscheidung. Und dann spielen die, das Surrounding spielt keine Rolle. Ja? Und das ist, was ich sage, es geht um diese Klarheit. Es ist eine klare Entscheidung und ich komme hier gerade so schön frisch geputzt aus der Sauna raus. Ich fühle mich selber so klar. Ich liebe die Sauna immer. Das ist so schön für mich, in der Sauna zu sein und da nur bei mir zu sein und mich zu erden und zu reinigen. Und da hat es jetzt in mir so gereift, weil ich irgendwie so auch liebevoll natürlich den Menschen gegenüber bin, die jetzt einfach so schreiben, naja, jetzt schreibe ich mal dem Chris, ich würde gern arbeiten, aber wo bleibt denn jetzt das Geld dazu? Jetzt habe ich es gesagt, ja, Geld ist ja immer noch nicht da. Leute, ja, ihr entscheidet und ihr seid verantwortlich und dann wird's ungemütlich. Ja, dann sind Dinge zu tun, die dieser Entscheidung folgen. Ja, so wie wir, als wir 2010 England verlassen hatten, als wir nämlich auch noch kein Geld hatten. Da haben wir gesagt, so, wir entscheiden uns jetzt für freaking Reichtum. Es reicht jetzt. Wir nehmen jetzt nochmal mehr Geld auf, wir machen noch einen höheren Schuldenberg auf und dann gehen wir voll für unser Online-Business. Kostet es, was es wolle, whatever it takes. Angst, da ist kein Raum mehr, der Angst, irgendwie den das Feld zu überlassen, weil ich entscheide. Und so haben wir das immer und immer und immer wieder gemacht, dass wir die Dinge fühlen, die dran sind. Und dann sind die Nadelöhre, durch die wir durchmarschieren dürfen, um das zu tun, was dran ist, die immer oder fast immer, die allermeiste Zeit mit einer dünnen Angstmembran die Felder trennen. Und durch dieses dünne Membran der Angst, das aber so mächtig wirkt, darf man durchschreiten. Und nicht sich davor hinstellen und sagen, na ja, wenn jetzt die Membran nicht da wäre, wenn die Angst nicht da wäre oder wenn das jetzt alles auf einmal besser wäre, wenn das Geld da wäre, ich Zeit hätte, dann würde ich ja auch was Richtiges tun. So bewegst du dich nie vorwärts. So geht es nicht. Und das verbindet alle Menschen, die bei uns, mit uns, in unserer Akademie, in unseren Kursen mit uns arbeiten. Dass die Entscheidung zuerst kommt und da ist keine Zeit und kein Geld da, in den allermeisten Fällen, es sind die Voraussetzungen nicht rosig, aber die Entscheidung ist da und mehr braucht's nicht. Und wenn die Entscheidung sagt, so, ich bin jetzt bereit, jetzt, egal wie und was, ich arbeite jetzt mit Chris und Kathi, dann kann auch der Banker anrufen, dann bist du dir auch nicht zu schade, irgendwie an deine Ersparten ranzugehen, irgendwie zu fragen, irgendwie das so möglich zu machen. Da gibt's ja 20 Wege, ja, es gibt so viele Wege. Den Weg zu gehen, der gegangen werden mag. Ja, und da bist du dann fertig, dir irgendwas zu erzählen, irgendwelche Stories zu erzählen, die du dir dein Leben lang erzählst, warum das eben nicht geht. Warum du weiter dich im Kreis drehst, warum du weiter klein bleibst, warum du weiter irgendwo in der Illusion der Trennung, der Krankheit und der Armut bleibst. Das ist ja vorbei, wenn du hier in unser Feld trittst. Und diese Entscheidung, ihr Lieben, die liegt bei euch. Ja? Es ist eine ganz individuelle Entscheidung, die du treffen darfst und dann eben auch die Konsequenzen danach ziehen darfst, die notwendig sind. Und die sind ungemütlich, sonst hättest du es ja schon längst gemacht. Ja. Und
wenn du eben auch solche Wunder erleben magst, dann, es gibt viele Leute, die helfen können, aber ich spreche nur mal von uns, weil ich bin ich und wir sind die Angebote haben für aus unserer Akademie heraus, aus unserem Feld hier heraus. Und ich lade euch ein, wie gesagt, wir starten jetzt am 1. Oktober eine Gruppe. Zwei Gruppen eigentlich, ja, wo es um Reichtum geht, Money Healing, Verkörperung der höchsten Millionenenergie und zwar in Leichtigkeit, ja. Und unsere Soulflow Business Mastery, das Online-Business der neuen Zeit, wie du dein Business starten kannst, auch in Leichtigkeit. Was uns ja so auszeichnet, ist, dass es immer in der Harmonie mit der Familie passiert. Ja, immer irgendwie mit der Familie im Zentrum, den Kindern im Zentrum. Um die dreht sich's. Und so arbeiten wir, weil das sind wir. Für uns sind auch die Kinder im Zentrum. Alles, was ich hier so mit euch mache, ist alles nebenbei. Das ist alles Spaß. Alles Fun, was ich hier so treibe mit euch, ja. Ich mache es auch mit Verantwortung, weil ich mir bewusst bin, dass das so eine Strahlkraft hat und so wichtig ist. Aber auch bei aller Verantwortung und Wichtigkeit der Welt und der Heilung und so gegenüber und der Vision und so, alles schön und gut. Ich bin Papi. Ich bin Papi meiner Familie und mit meiner Kathi zusammen und ich bin mir selber und meiner Seele verantwortlich. Und da habe ich ganz klare Prioritäten und auch da bin ich sehr klar und habe sehr klare Entscheidungen getroffen. Und wie ihr seht, oder wie ich auch hier immer, was wir zeigen euch ist, wie das geht. Wie das geht. Millionen Energie zu verkörpern, während ich mit meinen Kindern am Strand spiele. Millionen Menschen zu berühren, während ich die allermeiste Zeit Freizeit habe und das als ein wundervolles, wichtiges, aber dennoch nebenbei Hobby sehe oder meine Seelenmission, die aber nicht so eine Wichtigkeit hat, wie bei fast allen anderen Coaches und so, was du da so hörst. Das ist bei mir leicht. Ich spiele. Ich habe Spaß damit. Und das ist das, was ich euch weitergeben kann. Das, was wir euch weitergeben. Und wenn du deine Resonanz fühlst, dann darfst du da eine klare Entscheidung treffen. Sagen, ja, da gehe ich jetzt hin. Das ist, was ich lernen will. Das ist die Energie, das ist, was ich verkörpern will. Und das darfst du sagen und meinen und ohne eigentlich dabei oder es wäre schön oder irgendwie sowas, weil dann ist das keine Entscheidung. Da tut man so, als ob man was möchte, wenn es nur nichts kostet oder wenn es dich nichts kostet, wenn du nur nicht mit dem Saufen aufhören musst, ja, wärst du gerne ein trockener Alkoholiker, so. Leute. Also das habe ich jetzt hier mal so nochmal so klar benannt, was das wirklich, was diese Geschichten, die ich da gestern erzählt habe von den Menschen aus unserem Feld hier. Ja, die Kunden, die Heilung, Reichtum, Kunden, Glück, Beziehungen, Traumpartner, Kinder, all das haben wir gesehen bei uns in dem Feld immer und immer und immer wieder. Und das geht aber nicht, indem man einfach nur so tut, als ob man das wollte, sondern das darfst du mit jeder Zelle fühlen. Und wenn du das tust, dann bitte melde dich, weil jetzt ist die Zeit. Wir starten jetzt und ich weiß, dass da noch ein paar hängen, die noch auf dem Zaun sitzen. Und versuchen, das zu verhindern, wo das Ego versucht zu verhindern, dass du das tust, was jetzt dran ist. Und ich bin einfach hier, ich weiß, dass da Verabredungen sind mit dem einen oder anderen noch da draußen. Und hier ist die offene Tür. Aber durchmarschieren in der Selbstverantwortung, das tust eben du. Ja? Und dafür habe ich jetzt heute eine Lanze gebrochen und das nochmal irgendwie klar irgendwie ausgedrückt. Was das wirklich bedeutet zu sagen, ja, ich will mit Chris und Kathi arbeiten. Das ist, was jetzt dran ist. Ja, ich bin Reichtum. Ich entscheide mich für Millionen. Für die Kinder, für mich. Um das Beste uns zu erlauben. Das beste Essen, die besten Dinge. Dazu sage ich ja, und zwar kompromisslos. Ohne vielleicht und eigentlich, sondern hundertprozentig. Das ist die Energie. Und ihr könnt, wenn ihr hier mit eurem Herzen zuhört, spürt ihr den Unterschied zwischen dem eigentlich und ja, wäre ganz nett und nice und schön und der klaren Entscheidung in Selbstverantwortung, die Folgen hat. Und diese Folgen ist man bereit dann zu tragen in dieser Klarheit und dann bewegt sich alles. Dann verformt sich das ganze Feld. Dann passt sich das an. Viele Menschen, die zu uns kommen, habe ich das Gefühl, die lange gegen sich gegangen sind, wenn sie dann endlich das Richtige tun und das in unserem Feld lernen, dann ist es wie ein Dammbruch, weil das die Seele und das Leben
will ja heilen oder es passiert Heilung von ganz alleine. Wenn man aufhört, immer das Falsche zu tun, dann richtet sich alles ganz schnell aus in ganz verschiedenen Feldern. Das ist wirklich Magie, was wir hier immer wieder sehen, auch mit Leuten, mit denen wir eigentlich nur als Business Coaches zusammengearbeitet haben, dass sie dann auf einmal heiraten oder auf einmal heilen und gesundheitlich ihnen besser geht oder mit ihren Kindern auf einmal so eine viel eine bessere Beziehung haben. Also das hat ja immer Auswirkungen, wenn du dich ausrichtest, wenn du endlich Ja sagst, ja. Und vor allem hier in unserem Feld, dann hat das immer so Folgen, dass dann immer so vieles sich ausrichtet und ganz vieles so schnell. Vieles ist auch so oft bei uns, bevor wir mit der Arbeit angefangen haben. Also die Häuser verkaufen sich meistens immer schon in der ersten Woche mit der Zusammenarbeit mit uns. Echt, das habe ich so oft erlebt, dass auf einmal die wollen gerne auf Reisen gehen oder wollen on-moven oder wollen das Kapital gerne andersweitig einsetzen, ja, oder wollen Weltreise und so. Dann kommen sie zu uns und auf einmal, bam, ist das Haus verkauft. Also, wer sein Haus verkaufen will, der sollte mit uns Business Coaching machen. Ja, oder das Abundance Coaching machen, ja, das Money Healing machen. Und meistens, das ist auch jedes Mal, dass die Leute eigentlich immer mehr Geld kriegen, als sie gedacht haben. Das ist auch so. Ja? Also da fallen mir auch verschiedene Leute ein, der dann auf einmal, da hat er gedacht, okay, so verkauft das Haus, dann ist er bei uns im Feld drin und sagt, weißt du was, eigentlich ist das wertvoller. Ich bin mir mehr wert. Wir hauen da 50.000 oben drauf. Und dann hat er quasi, nur dadurch, dass er mit uns investiert hat, auf einmal 50.000 Euro mehr fürs Haus bekommen, das er nie bekommen hätte, wenn er nicht bei uns hier in diesem Feld gewachsen wäre. So, Leute, ich habe Geschichten ohne Ende. Aber es beginnt mit einem selbstverantwortlichen, ja, ich entscheide. Ich bin jetzt bei Chris und Kathi. Ich gehe für Licht, ich gehe für Gesundheit, ich gehe für Reichtum. 100%, koste es, was es wolle. Kein eigentlich und kein vielleicht. Ja? Und das war meine Nachricht heute für euch in großer Klarheit. Ja, weil das brauchst du in diesem Feld. Da ist kein Platz für Rumgeeiere. Große Klarheit, aber auch natürlich, wie immer, mit ganz viel Liebe. Ja, wir alle machen so gut wir können. Aber ich bin halt hier, um die klaren Worte zu finden, um euch zu unterstützen und zu begleiten und die Transformation und den Wachstum und den Reichtum zu unterstützen, den sich deine Seele wünscht und verdient hat und deine Kinder, die das verdient haben. Und damit ende ich jetzt. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe. Schön, dass ein paar mit dabei waren. Hier, ich sehe ein paar hier mit dem Livestream, die mit dabei waren. Oh, viele sogar. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir uns sehen. Ich mache gerade viele der Soul Talks auf der Sundance Family auf Instagram, aber es wechselt irgendwie auch immer so durch. Mal mache ich es hier, mal mache ich es da. Nur für die es nicht wissen. Ich bin wieder aktiv auf der Sundance Family Instagram. Ansonsten ist der Podcast hier auch als Audio auf unserem Blog, auf der Akademie-Blog hörbar oder Spotify, überall auf den ganzen Apple-Podcasts und so sind die auch hörbar. Wenn ihr diese Resonanz spürt und selbstverantwortlich Ja sagt zu der Arbeit mit uns, dann meldet euch. Ja? Das war's. Alles Liebe. Bis die nächsten Tage wieder. Wahrscheinlich morgen auf irgendeiner Plattform. Macht's gut, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Tschüss.